Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrones Revenge World. Wir spielen hier Sinch mit seinem Imperium und sind über Kuat jetzt, was ziemlich cool ist. Ich würde ganz gerne Collar 4 und Obra Sky einnehmen, dann Merkur vielleicht auch, dass Mandalore erstmal sicher ist. Allerdings müssen wir Kuat auf jeden Fall einnehmen. Bei Borleas haben wir Probleme, da werden wir angegriffen. Und hier so diesen Cluster, Beldron, Morkana, Lyanna, Turkana, Mon Calamari, Ton Falk. Aber dafür müssen wir auch erstmal hier Oslumpex clearen. Und Oslumpex würde ich, glaube ich, ganz gerne mit Sinch hier drüben versuchen zu befreien. Deswegen holen wir den erstmal hier rum. Und die Flotte von Elom kommt nach Stenos. Dann können wir da ein bisschen besser aufpassen. Und natürlich sind das noch neue Einheiten. Das sind noch ein paar neue Einheiten. Schnappen wir uns jetzt bitte alle von euch. Die gehen dann nicht alle rauf. Wunderbar. Ja, komm, dich lassen wir noch hier und vielleicht eine Infanterieeinheit, dass Belmora wenigstens ein bisschen gesichert ist. Natürlich kommen die jetzt nach Desevro, wer hätte das gedacht? Die Einheiten von Stenos also nach Desevro schicken. Dann Falk hätte ich wirklich gerne vernichtet. Aber gut, nach Garros 4 kommen sie jetzt auch, waren sie schon lange nicht mehr. War ja klar, dass sie da auch mal irgendwann noch ankommen müssen. Hier müssen wir fliehen. Aber deswegen will ich da jetzt halt weiterkommen, damit wir da nicht die ganze Zeit wieder angegriffen werden. Hier Desevro, Rivester, Kentaris. Das sind die ganzen Planeten, wo die ständig ankommen. Das ist sehr nervig. Deswegen müssen wir da jetzt auf jeden Fall was gegen tun. Aber wir haben jetzt auch unsere Bodeneinheiten bei Kuat. Hier drüben irgendwo, wo seid ihr? Oh, Wayland muss auf jeden Fall weitergebaut werden. Oh mein Gott, hört doch auf zu laggen hier. Ein paar mehr Infanterieeinheiten und jetzt hier Kuat. Einmal Antiflug, da müssen wir aufpassen, dass da nicht zu viel passiert. Wer bist du? Du bist nur ein Administrator, dann das ist Wurst. Dieser Turbo Laser Refit AT-AT ist gemein. Und dann haben wir hier den AT-AA und ich verliere meine Stimme. Meine Güte, das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein. Ich muss hier aufnehmen, da kann ich jetzt nicht zu erkältet sein. Weil ich nicht mal weiß, ob das Erkältung ist oder nicht, doch eher Heuschnupfen oder so. Weil ich fühle mich irgendwie absolut nicht schlecht, nur meine Stimme ist weg. Und meine Nase läuft ein bisschen. Aber egal. Die RTAAs werden wir, wenn wir die überfallen mit 4 Einheiten, denke ich, schaffen. Ihr geht hier lang. Vielleicht können ja auch unsere Infanterieeinheiten da ein bisschen mithelfen. Da sind sie, jawohl. Wenn die sich dann jetzt erstmal auf die Infanterieeinheiten konzentrieren, ist alles andere egal. Und die Infanterieeinheiten machen ja auch schon ein bisschen Schaden. Guck mal, da nehmen wir absolut gar keinen Schaden mehr. 1, 2, 3. Hier lang. Ihr dürft hier lang kommen und was einnehmen. Ah, jetzt ist noch eine zweite ATA irgendwo unterwegs. Das gefällt mir nicht. Das bedeutet, dass ich keine Ahnung gerade habe, was, wo, wie. Aber gut. Erstmal gucken, dass wir hier den Ansturm vernichten. Ihr beiden fliegt auch hier lang. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die nächste Landezone gehört uns. Oh, cool, dass wir da einfach dran vorbeirennen können. Ihr dürft den planetaren Schildgenerator vernichten und ihr dürft mal einfach hier so... Oh, das ist nicht gut. Dann müsst ihr bitte zurückkommen und die ATA eben mit vernichten. Gut. Ihnen beiden geht's nicht gut. Ihr haut jetzt mal ab. Ihr verteidigt hier weiter. Das ist ebenfalls nicht nett. Greift hier an. Repair Station hier hin. Aber da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere IDT verlieren. Du versuchst mal zu fliehen. Das hat gut funktioniert, immerhin. Oder auch nicht. Warum ist der jetzt vernichtet worden? Und der nächste wird vernichtet. Ihr kommt hier rüber. Oh nein, wir verlieren hier alle unsere IDTs. Das darf nicht wahr sein. In einem so einem blöden AT-AT. Okay, ihr werdet jetzt hier geheilt, immerhin. Bombardieren können wir noch nicht. Du baust dich jetzt mal auf. Kannst du den da vernichten, bitte? Du auch hier drauf. Die hätten wir schon eher holen sollen. Aber naja. Jetzt haben wir 3 IDTs verloren. Schade, schade, Schokolade. Aber mehr ist jetzt hier nicht los. Bombardieren können wir gleich. Oh, können wir noch nicht. Natürlich können wir es noch nicht.
Greift hier bitte an. Aber die wirklich schlimmen Sachen sind jetzt vorbei, von daher vernichtet ihr das. Das wäre nett. Kommt ein bisschen näher, dann seid ihr noch schneller mit dem Vernichten. Und dann gehen wir vielleicht doch eher auf den Moff-Palast drauf. Und mal schauen, wie schlau die sind. Haben die Antiflugtürme gebaut? Sieht nicht danach aus. Damit dürft ihr jetzt nochmal hier drauf gehen. Das sind die Quad Drive Yards Dinger da. Das hier vernichten. Und damit hat sich das ganze Quad Drive Yards sind vernichtet. Die Tax Collection Agency noch. Darfst hier drauf gehen. Und dann ist da eine Infanterieeinheit, die nicht vernichtet werden will. Aber damit haben wir Kuat gesichert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die drei IDTs. Da muss ich jetzt mal drüber wegsehen. Das ist eher nicht so schön, aber gut. Das und das. Ihr dürft mal hier lang gehen. Und euch da auf den Boden setzen. Und ihr kommt zurück nach Carida. Und ich lasse mal eine hier. Kann ich wenigstens den hier reinsetzen? Immerhin. Okay, ich kann mich um die Zevro kümmern. Das ist gut. Und hier sind es immer noch 5 Stück. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf die. Das muss weg da. Das muss weg da. Oh, und ich glaube, wir haben unsere Tatooine Group jetzt unlocked. Kosh und wer auch immer. Mal schauen. Taibazan. Soren, den und wie heißt du? Wer bist du nochmal? Edric Darius. Komm rein hier. So. Das war's mit euch. Gewonnen. Desevro bleibt sicher. Sehr, sehr schön. Aber da können wir mit ihm hier ankommen. Das ist ganz gut. Das ist wohl Kosh. Interessant. Der hat ein paar Sturmtruppen. Aber er kann pingen. Das ist nicht schlecht. Und Taro. Der hat Incinerator Stormtrooper. Das ist auch sehr gut für uns. Mal ein paar hiervon. Und ansonsten haben wir wieder hier ein bisschen Geld. Das ist auch ganz gut. Da sollten wir mal gucken, dass wir jetzt hier Sachen bauen. Oh mein Gott, Balmora ist noch so unterentwickelt. Bei Bolas sind hier einfach wieder abgehauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich denke als nächstes Color 4 und Umbra Sky, dass wir hier bei Mandalore nichts mehr machen müssen. Und dann schauen wir weiter. Aus Lumpex und Ton Falk, damit Desevro langsam aber sicher mal ein bisschen einfacher wird. Aber jetzt erstmal, ach du meine Güte. Darfst du fliehen? Hallo? Fliehen? Und dann Autoreserve hier. Zur Galaxiskarte. Utox Prantiok darf mal hier rüberfliegen. Und ihr dürft nochmal mehr Infanterieeinheiten bauen. Und dann wäre so die Frage, wenn wir Kurt und Balmora ein bisschen besser aufgebaut haben, ob wir nicht Richtung Color 4 gehen wollen würden. Hör auf zu laggen, bitte. Dass wir wirklich Color 4 und Umbra Sky kriegen können. Oh nein, die wollen nach Kentaris. Kannst du mal bitte jetzt hier aufhören zu laggen und mich rauslassen? Kentaris hat auch 0,0 nichts. Uff, tata. Oh, es ist zu viel gerade. Es ist zu viel gleichzeitig. Ich trinke mal einen Schluck. Und dann schauen wir weiter. Du haust ab. Zurück zur Galaxiskarte. Fliegt Utox Brandhirk schon in die Richtung? Oh nein, das war Utox Brandhirk. Nein! Oh, bin ich doof. Das ist nervig.
Jetzt sind sie auch schon bei Kentaris. Also kommt ihr wieder nach Kentaris, bitte. Du kommst nach Desevro. Und jetzt kommt ihr bitte in Richtung Oslo und Pax 5. Oh, bei Beggarin können wir nochmal ein paar Einheiten bauen. Die Einheiten brauchen wir halt hier nirgendwo mehr. Ihr dürft mal nach Stenos fliegen oder auch nicht. Oslo und Pax 5. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also einen kriegen wir auf jeden Fall mit unserem Supersternzerstörer. Die Frage ist halt, kriegen wir noch mehr außer einen? Wir haben immerhin ein paar Victory-Sternzerstörer, aber die Victories brauchen auch Schutz durch Anti-Jäger-Einheiten. Hier alle hier mit drauf. Du beschützt ihn. Du beschützt ihn und du darfst ihn beschützen. Und du bleibst jetzt bitte stehen. Hä? Du? Ach, das kann er nicht machen. Gut, dann flieg einfach ein Stück weiter. Und ihr bleibt jetzt bitte auch stehen. Ihr habt genügend... Entschuldigt den Huster. Genügend Reichweite. Und ich glaube fast, die Victory-Sternzerstörer... Oh, der kann trotzdem seine volle Salve machen als Super-Sternzerstörer? Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein, oder nicht? Hier, guckt mal, dass ihr jetzt hier die einzelnen Hardpoints bitte entfernt. Vor allem die Fighter-Base. Alle Jäger und Bomber dürfen hier vorne rein. Sinch hat auf jeden Fall noch gut Schilde. Und ihr geht jetzt mal hier drauf. Ich hoffe, dass eure Turbolaser das schaffen können. Also zwei von denen zu vernichten, wäre schon nett jetzt in dieser Schlacht. Nimm dir mal die Engines. Ich habe keine Lust, dass der jetzt hier noch weiter auf uns zufliegt. Ihr müsst nicht so weit fliegen. Ihr könnt da auch einfach so angreifen. Komm schon jetzt hier. Auf die mittelschweren Turbolaser. Auf die allen Turbolaser. Du darfst hier auch nochmal rein ein bisschen was mithelfen bei der Verteidigung. Hier geht hier auf die Fighter Bay, nicht dass da noch großartig was passiert. Und dann hilfst du erstmal hier dabei mit denen anzugreifen. Du darfst hier drauf gehen. Und da gucken wir jetzt mal, dass wir hier die einzelnen Waffensysteme vernichten von dem. Zumindest auf der Seite. Ihr geht hier auf die Seite. Greift bitte vernünftig auch die Hardpoints an. Macht nicht so einen Quatsch hier. Okay, der greift ihn so nebenbei an. Das ist gut. So muss das aussehen. Ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich gewinnen und die dann noch zwei Dings haben. Nein, okay, da kommt der nächste. Das kann aber genauso gefährlich werden, also... Du darfst jetzt mal hier rüberkommen. Nicht, dass du dich neben da noch angreifen lässt, vernichten lässt, was auch immer. Hier macht eure volle Feuerkraft bitte. Geht auf die Engines, dass der auf gar keinen Fall fliehen kann. Was auch immer passiert, der darf nicht fliehen. Dann auf die Engines. Und du vernichtest den hier drüben bitte. Also noch sieht es ganz gut aus. Wir verlieren so gut wie nix. Komm jetzt hier. Oh Gott, okay, ihr müsst durch seine Schilde durch, um an ihn ranzukommen. Wunderbar. Nimm die Fighter Base. Dass der auf jeden Fall keine Jäger mehr respawnt. Nimm die Engines bitte. Oh, wir verlieren schon ziemlich doll Schilde. Vor allem der eine Held, das ist nicht gut. Dass der so viele Schilde verliert. Das mit den beiden Lancers. Ihr fliegt auf jeden Fall mal ein Stück nach vorne. Du auch. Und schon vernichten. Hardpoint, einen Hardpoint nach dem anderen vernichten. Und vor allem die jetzt auf der Seite. Nicht, dass der noch meine Schiffe vernichtet. Ah, der ist weg. Das ist sehr schön. Jetzt haben sie nur noch einen in der Hinterhand. Mal sehen, wann der kommen wird.
Kannst du jetzt mal hier die verschiedenen Sachen vernichten? Komm schon. Meine Lancers sind jetzt auf jeden Fall auch nah genug, dass der eine Victory, ja, geschützt werden kann. Jetzt gehst du bitte hier hinten auf den neuen rein. Den neuen da gehen, der kriegt jetzt auch gleich den Hyper-Velocity-Gun-Schuss, den ersten. Und er hält seine Schilder auch langsam wieder zurück, das ist schön. Nehmt die Fighter Bay hier. Dann die verschiedenen Laserkanonen. Und dann ist jetzt gleich die Corporate Sector Authority wirklich ausgelöscht. Oh mein Gott, ist das schön. Nehmt die Engines, dass der auf jeden Fall nicht flieht. Damit gäbe es potenziell noch einen einzigen Luke Reich, der fliehen könnte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du darfst jetzt auch mal hier die Fighter Bay und die nächste Fighter Bay und die nächste Fighter Bay. Dann die Engines und Engines und Engines. Reicht das aus? Komm, die letzte Engine hier auch noch. Ihr macht eure volle Feuerkraft. Und dann haben wir das jetzt hier. Oslo Pax 5 ist dann endlich auch eingenommen. Und die KI muss sich keine Sorgen mehr um die Corporate Sector Authority machen. Hoffe ich. Könnt ihr jetzt mal hier ihn zu Ende vernichten? Nein, der hat noch zwei. Meine Güte. Damit können wir die Hyper-Velocity-Gun da bei Ession auf jeden Fall auch wegmachen. Und sollten wir uns Ton Falk schnappen, bräuchten wir auch hier keine Hyper-Velocity-Gun mehr. Oh, warum habe ich jetzt... Oh, ich habe doch noch zwei Lancers verloren. Das ist ja sehr schade. Aber gut. Da haben wir dann wohl mal hier Oslo Pax 5 für uns gesichert, würde ich sagen. Nehmen die Turbolaser hier drüben, die Laserkanonen hier und hier, dort und dort, Turbolaser hier drüben, du darfst deine volle Salve machen. Oh mein Gott, Oslo Pax 5, endlich, endlich ist die Corporate Sector Authority Geschichte. Es ist so schön. Es ist einfach so schön. Kommt, hier drauf. Die Laserkanone hier. Endlich sind sie weg! Oh mein Gott, ist das schön! Ja, kommt, lass die da jetzt weg, bitte. Die CR90 haben wir auch verloren. Das ist natürlich schade, aber kann ich mitleben. Meine Güte! Und bei Ession, das können wir wegmachen. Und einfach das noch dazu holen. So, jetzt aber nochmal hier mit Utox Prantiog nach Garrosh 4, bitte. Und die ganzen sind jetzt wahrscheinlich viel zu viele, aber ihr kommt nach Oslo Pax. Und Uri Fan, du darfst ganz gerne mal bei Ton Falk spionieren gehen, was da los ist. Dann hätten wir bei Oslo Pax halt auch keine Probleme. Oh, die kommen nach Stenos, das ist... interessant. Okay. Okay. Auf nach Liana. Auf nach Liana. Und zwar so schnell wie du kannst. Alter, die haben 500 Punkte an Schiffen nach Stenos geschickt. Da kann ich nichts gegen tun und sobald die ihre Bodeneinheiten darüber schicken, kann ich... Guckt euch mal an, wie viele Bodeneinheiten da sind. Nie im Leben schaffe ich das. Da fällt mir schon meine Brille runter. Alter. Beginnen wir. Okay, Utox Prantiog. Das solltest du bitte schaffen hier. Eins, zwei, drei. Oh, der verliert schon viele Schilde. Auf jeden Fall auf die Engines gehen hier bitte. Du schießt da bitte mit drauf. Du darfst hier auf das IPV gehen. Aber die Engines sind weg. Schön. Damit haben wir ihn. Ja, selbst wenn er flieht, hat er keine Chance mehr. Garrosh 4 bleibt unser. Und dann müssen wir jetzt mal schnell gucken. Schafft Sinch das rechtzeitig hier? Oh Gott. Die Bodeneinheiten sind noch da. Out-Resolve. Uh-oh. Uh-oh. Es ist auf jeden Fall weniger geworden. Ich weiß nicht, vielleicht haben die jetzt Bodeneinheiten rübergeschickt nach Stenos?
Ich weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir jetzt die Raumstation bei Liana vernichten könnten. Oder die Raumeinheiten. Und die Bodeneinheiten auch. Vor allem die Bodeneinheiten. Haben die eine Ionenkanone? Oh, das kann ich nicht sehen. Es wäre natürlich möglich, dass die eine Ionenkanone haben. Das müssen wir auf jeden Fall austesten mit einem Victory-Sternzerstörer, damit unser Supersternzerstörer erstmal noch intakt ist. Aber die haben im Prinzip 58 Punkte mit der Home One und ansonsten quasi nix, plus ein paar von denen. Hat Greedo was? Interessant. Keine Ionenkanone. Oder? Lass uns nochmal 2 Sekunden abwarten. Doch, eine Ionenkanone. Gut, dass ich abgewartet habe, sonst wäre ich jetzt sehr sauer. Oh, dass die hier eine Capital Shipyard haben, ist natürlich auch nicht so nett. 1, 2, wir haben halt relativ wenig, was wir gegen die Jäger hier machen können. Klar, wir haben unsere eigenen Jäger, aber... So, ich würde hoffen, dass ihr das hier alleine hinkriegt. Nimmst dir die MC-80B hier drüben, bitte. Und wir haben noch nicht viele Kämpfe gegen die Neue Republik ausgefochten, außer Verteidigungskämpfe. Mal gucken, wie es läuft. Da bin ich kurz unterbrochen worden, aber wir machen jetzt direkt weiter. Und ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten, sonst wäre das blöd. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass ich es rausgeschnitten habe. Wir gucken jetzt mal. Ist die Frage, ist es das wert, Sinch hier Schaden zufügen zu lassen, sozusagen? Hört auf, doch jetzt hier weiterzufliegen. Was macht ihr denn? Ihr seid nah genug dran. Problem ist, da ist auch dieser Sternzerstörer-Held. Komm schon. Wo ist denn Lancers? Okay. Ihr beiden müsst auf jeden Fall hier drüben. Wir haben so viel Geld. Lasst uns mal eben kurz gucken. Bin ich mal gespannt, wann die irgendwann hier ankommen, weil wir haben so viel Geld. Das sollten wir nutzen. Komm schon. Haben wir die schon irgendwo? Da kommen sie an. Da kommen sie an. Das ist extrem nett. Ihr dürft jetzt mal hier auf den Sternzerstörer gehen, sonst haben wir da Probleme. Was kommt denn hier raus? Oh Gott, das kann ich sowieso nicht. Das checke ich sowieso nicht. Aber ich vermute, diese ganzen Angriffsregatten, die hier bei uns sind. Die ganzen Jäger und Bomber. Aber die Sternengaleonen heilen sind schon. Naja, das ist schon mal ganz gut. Und ein paar Teiljäger habe ich noch dazu gekriegt, ne? Kann ich bei Sinch noch mehr? Nee. Schade, ich dachte, ich könnte dann vielleicht auch die anderen Optionen hier nehmen. Da haben wir den ersten Victory-Sternzerstörer weg. Könnt ihr da jetzt mal... Ich verstehe das nicht. Den Helden werden wir wahrscheinlich auch verlieren, aber... Solange wir hier den Helden besiegen... Den Planeten kriegen und die ganzen Bodeneinheiten vernichten, ist mir das Ganze wert. Jetzt nimm hier die MC-80 und One-Typ. Bitte, dass das Ding wirklich weg ist. Und dann können wir gucken, dass wir diesen komischen Helden hier vernichten. Dankeschön. Dann kann nämlich hier auch die ganzen schweren Waffen vernichtet werden. Das hat jetzt aber lange gedauert. Dass der Held hier aber so viel Schaden nimmt, ist nicht nett. Ich glaube auch nicht, dass wir den noch, selbst wenn ich jetzt hier noch andere Schiffe reinhole, zweifle ich, dass wir ihn retten können. Könntest du mal vernünftig treffen, Sinch? Das wäre schon nett. Wo sind die ganzen Bodeneinheiten denn hier drüben? Okay. Du darfst mal hier rauf gehen. Ups, ihr alle dürft auch hier jetzt drüben schießen. Den Helden werden wir nicht retten können. Aber wenn wir dafür hier Liana kriegen und die ganzen Bodeneinheiten aufhalten können... Wäre es das mir, um ehrlich zu sein, wert. Damit ist der Held jetzt hoffentlich auch weg. Die Command hier ist verloren. Und er hat nur noch seine Engines. Da machen wir nichts mehr dran, weil die MC-80B da zu gut drauf schießt, leider. Aber hier, die Neue Republik zu vernichten, zumindest auf diesem Planeten, wäre schon wirklich sehr, sehr schön. Muss man einfach sagen, oder? Fliegt unser... Hält leider weg. Aber die Sterngaleonen sind eine riesen Hilfe für Sinch hier.
Und damit haben sie jetzt gleich nur noch die Golan 3 und die ganzen Bodeneinheiten. Und das alles zu vernichten, ey, das ist so verdammt teuer. Diese ganzen Sachen hier. Vernichten. Hier drüben vernichten. Hier drauf gehen. Dann darfst du hier drauf gehen. Eine Agave-Korvette bitte. Ihr beiden. Ach, ihr könnt den nicht verteidigen. Das ist das Problem, okay. Nein, du sollst hier angreifen, bitte. Mehr Großkampfschiffe, die hier zu vernichten sind, haben wir nicht. Also müsst ihr hier mal gucken, dass ihr auf irgendeine Bodeneinheit angreift, bitte. Den Rest schafft Sinn schon alleine, denke ich. Klar ist das nervig, dass hier sehr, sehr viele Jäger noch unterwegs sind. Aber da muss ich auch erstmal gucken, dass ich die... Oh nein. Wir können nichts dagegen tun, aber die ganzen Bodeneinheiten würde ich eigentlich wirklich gerne vernichten. Aber ich habe nichts zum Vernichten von denen. Das Problem ist, ich vermute, die werden nach Stenos fliehen, was ein Planet von mir ist. Oh, ist das nervig. Dafür haben wir jetzt einen Helden verloren. Ich meine, gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, Lyanna einzunehmen, das ist super. Aber wenn die natürlich jetzt mit ihrer 500er Flotte die Möglichkeit haben, Stenos einzunehmen, bringt mir das alle nichts. Ah, mies, mies, mies. Ich trinke mal einen Schluck und wir gucken weiter. Da hätte ich mich fast verschluckt. 16 Army Trooper, 20 T-47 Speeder, 10 Marines, 10 T-2Bs, nur ein T-4B, aber trotzdem, okay, ich habe mehr Bodeneinheiten vernichtet, als ich dachte. Da haben meine Teiljäger dann noch gute Arbeit geleistet, immerhin etwas. Aber ja, die fliegen noch stehen. Das ist jetzt mehr als nervig. Habe ich da eine Möglichkeit, das am Boden zu schaffen? Puh, gegen die Anzahl an Gegnern vermutlich eher nicht, aber mal schauen. Wir sollten jetzt mal hier von Yavin 4. Ja, das war klar. Oh, es ist gar nicht so viel. Interessant. Ich würde aber sagen, mit dem Blick auf die Uhr war es das für heute. Wir lassen uns das für die nächste Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.